Hey Leute, willkommen zurück und ein herzliches Willkommen hier schon wieder zu einer Part-Out-Party mit dem Set Nummer 75280, ein weiteres Mal die 501st Legion Clone Troopers. Ich liebe dieses Set und heute haben wir 7 Stück davon mit dabei, denn das Paket von Spacebricks ist noch nicht angekommen und deswegen haben wir 7 Stück und 3 kommen dann noch nach. Das Wundervollste an diesem Set, ihr wisst es ja wahrscheinlich und die meisten von euch haben sich das ja auch gewünscht, sind die Figuren. Wir haben 4 wunderschöne 501st Trooper mit dabei und dann 2 normale Battle-Droiden, wovon ich auch bei diesen Figuren wieder denke, dass sie relativ fix ausverkauft sind oder sein werden. Deswegen seid schnell, wenn ihr da welche haben möchtet. Ein kurzer Blick noch auf die Rückseite, da haben wir nämlich einen Speeder mit dabei. Ich habe das Ding ja aber auch schon öfter auseinandergenommen. Also wenn ihr ein ganz detailliertes Video haben möchtet, dann schaut euch gerne meine anderen Part-Out-Videos zu diesem Thema an. Heute werden wir einfach das Ding auseinandernehmen, ein bisschen Freude haben, uns natürlich noch ein paar Steine anschauen, aber nicht genauso detailliert wie bei den ersten Part-Out-Videos. Okay, gut, wir starten mit Tüte 1 und ich wünsche euch viel Spaß. So, Tüte 1 ist geschafft. Ihr seht schon alle Teile hier schön auf dem Tisch bereitgestellt. Und hier drüben, How I Met Your Mother läuft wieder. Und ganz, ganz tolle Folge. Könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr gerade so schaut. Wir haben, anders als in den letzten Part-Outs, jetzt auch endlich die Figuren mit dabei, die wir auch dann im Shop aufnehmen werden. Und anders als in den anderen Part-Outs von jetzt zum Beispiel Ninjago oder so, werde ich alle Figuren davon komplett in den Shop packen. Und nicht als Einzelteile dann teilweise, sondern komplett dann wirklich nur die Figuren. Ein kurzer Überblick über die Teile. Natürlich haben wir den schon mal gemacht und auch des Öfteren habe ich hier schon mal gezeigt, was für Teile denn eigentlich hier so speziell drin sind. Aber ihr könnt natürlich trotzdem mal kurz einen Blick drauf werfen. Meine Lieblingsteile sind weiterhin hier dieses wunderbare Teil in, ich weiß gar nicht, wie das heißt, hier auf jeden Fall eine schöne Form, definitiv. Dann haben wir hier so ein, ich weiß nicht, Tile Modified oder Plate Modified 2x2. Und wie gesagt, die Figuren sind in diesem Set einfach wunderbar. Wir haben auch 2 Droiden mit dabei. Da sind hier die Teile hier unten und dann gibt es noch ein paar Arme hier drüben, wovon auch ein paar Ersatzteile sind. Die Waffen haben wir auch. Yay! Das ist doch wunderbar, auch anders als letztes Mal. Und dann hier drüben noch ein paar Kleinteile, ein paar Jumper zum Beispiel und natürlich die wunderbaren Sticker. Ein Teil hatte ich hier drin, was falsch war, wie immer. Hier haben wir nämlich einen kleinen Stud und ich hoffe, ihr könnt das erkennen, den Unterschied einmal ganz kurz. Da sollten ganz, ganz viele mit drin sein und haben wir auch. Und ihr seht schon, die sind alle mit einem kleinen Löchli drin. Und dieses eine kleine Teil hat eben keins da drin und das ist einfach ein anderes Teil, als es sein sollte. Und ich habe jetzt nur mal zum Vergleich hier das andere nebengelegt. Also das hier ist richtig und dann fehlt einfach eins von denen und stattdessen ist eins von diesen mit, also mit ohne Loch dann enthalten. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, ob die Vertriebswege oder die Packwege so gleich sind, dass das hier einfach mit reinrutschen konnte. Keine Ahnung. Okay, gut, wir machen uns an die Tüte 2. Die anderen liegen da unten und ich würde sagen, viel Spaß. Und schon ist auch die zweite Tüte Geschichte und ihr seht schon, hier ist alles komplett einmal durchsortiert. Wir haben natürlich einige Teile, die öfter auftauchen, andere nicht so oft. Manche wurden wieder aufgestockt. Hier zum Beispiel ist ein ganzer Kasten wieder voll. Hier haben wir auch ganz, ganz viele von. Das ist ja auch wirklich nur was, was wir in dieser Tüte hatten. Und hier drüben sind dann auch Sachen, die wir eben auch in der vorherigen Tüte schon mit drin hatten. Also es ist ein Bracket in 1x2 by 1x4. Auch hier wieder ein paar Waffen mit drin und natürlich der Rest der Figuren. Die habe ich dann hier schon mal mit hinsortiert, unter anderem den wunderschönen Jetpack Trooper. Und ein paar Technikteile mit drin, ein paar Platten, einfach alles Mögliche. Die Dishes finde ich auch hier ziemlich cool, die man auch für vieles verwenden kann. Hier hinten die in Grau auch, ganz, ganz wunderbar. Das Wichtigste sind natürlich immer noch die Figuren und die werde ich gleich dann in der nächsten Timelapse auch noch einmal dann zusammenstellen und so weiter und so fort. Und wie immer mache ich das nicht, dass ich hier irgendwelche Sticker aufklebe. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht mache ich das nochmal irgendwann, aber momentan habe ich mich erstmal dagegen entschieden. Das Teil, was hier liegt, ist wirklich das einzige geblieben, was jetzt falsch war, also was eigentlich nicht hätte drin sein sollen. Und deswegen, das werde ich gleich nochmal tauschen oder ändern in der Bricklink-Liste hier. Und der Rest kann ja so bleiben, wie er ist.
Ich gehe mal auf Submit for Edit und dann können wir hier mal reinschauen. Ich bin nämlich super gespannt, welche Teile ich noch nicht, also beziehungsweise nicht in meinem Inventar habe, nicht mehr, weil da sind natürlich ein paar Teile vielleicht sogar schon ausverkauft. Der Großteil wird wahrscheinlich schon in meinem Inventar sein, aber gerade solche Sachen hier zum Beispiel sind einfach fix ausverkauft. Und ich sehe schon, es ist ein Großteil, der halt schon im Inventar ist, aber sehr viele Kleinteile, zum Beispiel sowas hier, ist dann eben nicht mehr drin. Okay, ich werde mal die Liste durchgehen und auch den Rest natürlich dann im Inventar versenken und am Ende nochmal kurz reinschauen, wie es eigentlich aussieht mit den Teilen und wie der Store gewachsen ist und wie viele Teile jetzt gesamt im Store sind. Ich freue mich drauf und viel Spaß euch mit der Timelapse. Geschafft. Es ist alles in der Wand gelandet. Ihr habt vielleicht gesehen, es war sehr, sehr, sehr viel, was schon im Shop war. Das war aber natürlich klar, nachdem ich schon mittlerweile über 50 oder fast schon über 60 davon auseinandergenommen habe, war das jetzt absolut keine Frage, dass da die meisten Teile schon vorhanden sind. Ich glaube, die meisten Teile habe ich mittlerweile von denen hier. Das sind hier die Füße. Ich kriege die hier nicht mal raus. Und dann haben wir hier noch ein paar Brackets. Die sind auch relativ häufig vorhanden hier oben. Und halt noch diese blauen Brackets, wo ich eben schon gesagt habe, das sind ganz, ganz viele in einem Set schon drin. Und alles in allem freue ich mich natürlich. Neue Teile sind auch dazu gekommen. Also es war jetzt nichts nur, was vorher schon drin war oder so, sondern da sind auch neue Sachen jetzt neu reingekommen. Aber wie gesagt, das ist ein kleiner Teil gewesen, der jetzt an Steinen neu war. An Figuren allerdings, haben wir jetzt ganz, ganz viele neue Figuren, nämlich genau 21, glaube ich, von den normalen Troopern, dann 7 von den Jetpack-Troopern und ganz, ganz viele Droiden, die hier unter den anderen Star-Wars-Figuren schlummern, weil ich gerade keinen Platz hatte. Da unten seht ihr vielleicht so ein oder zwei. Hier drüben sind alle anderen Trooper hier so schön einmal aufgereiht und ihr seht schon komplett in Tüten verpackt. Also sind alle fertig für euch, wenn ihr möchtet. Schaut gerne im Store vorbei. Also jetzt habe ich zumindest wieder ein paar Trooper. Ich kann noch nicht sagen, wie schnell die jetzt ausverkauft sein werden. Letztes Mal hat es ja nur ein paar Tage gedauert. Okay, meine Damen und Herren, einmal kurz den abschließenden Blick hier auf die Teilezahl. Nach den letzten Tagen, wo wieder ein paar Bestellungen reingekommen sind, sind wir wieder unter 30.000 gelandet und mittlerweile jetzt wieder knapp über 30.000. Deswegen, ich freue mich riesig, danke euch für die Bestellungen und schaut gerne auch im Shop vorbei, falls ihr die Teileanzahl wieder unter 30.000 sehen wollt. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und danke generell fürs Dabeisein und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.